Cute Baby Millet, der Kanal für Kinder. Hallo! Hallo, Cute Baby Millet! Fangen wir nochmal an. Hallo, willkommen bei Cute Baby Millet. Heute was ganz Neues. Und zwar habe ich Abos abgeschlossen von Nerdblog Junior, einmal für Mädchen, einmal für Jungs. So schaut das aus hier. Das ist ein Service, da kommen einmal im Monat kommt so eine Box und man weiß nicht, was drin ist. Das ist also eine richtige Überraschungsbox. Wir öffnen die heute zum ersten Mal für euch. Und da bin ich. Kommt direkt aus Kanada. Da oben kann man es vielleicht lesen. Direkt aus Kanada zu uns, heute eingetroffen. Und wir öffnen es für euch. Autsch, geht doch hier. Nein, nicht kaputt machen. So. Millet darf auch nicht reinschauen. Es sind, glaube ich, sechs verschiedene Artikel drin. Leider ist die Schachtel hier, hat ein kleines Loch bekommen beim Versand. Aber das kann man nicht so gut reinschauen, das kennt man nicht. Und zwar, das kommt raus dann. Nein, da darf nichts sehen. So, halt, stopp. Millet holt jetzt ein Teil raus. Wow! Ein cooles Kuscheltier. Ein knuffiges Kuscheltier. Wir kommen mal ein bisschen näher. Lass mal sehen. Zeig's mal. Eule! Hab das Hunde scharf. Grumpy Cat. Von Grumpy Cat. Finger aus der Schachtel raus. Mix and match, meme and plush, go away, Grumpy Cat. Kann man auch als Schlüsselanhänger nehmen, ist zwar ein bisschen groß. Cool, auf jeden Fall ganz knuffig. Das ist das erste. Dann kommt raus. Sie hat nichts. Ja, fass halt rein. Wow! SpongeBob, eine Figur, Petrich, SpongeBob. Dreh's mal um. Yeah. Von Megablocks, also dem kanadischen Lego sozusagen. Good. Eine Sammelfigur aus der Serie 2, der SpongeBob Movie Sponge of Water, irgendwas. Okay. Dann machen wir das Ding mal auf und schauen, was da rauskommt. Ja, wie geht's? Ich glaube, ich brauche mein Messer dazu. Oh. Ich habe Angst vor Messers. Ich will. Wo soll ich jetzt auch mein Bier? Was ist das? Aha! Hier müssen wir uns ausleeren. Da haben wir schon mal einen Legostein. Wir leeren es mal hier aus. Oh Gott! Den muss man richtig zusammenbauen. Ich zeige euch mal die ganzen Einzelteile. Ups, ups. So. Da kommt noch was. Oh, da kommen ja noch Teile raus. Okay. Lass mich mal an die Kamera hin. Seht ihr es? Das ist noch dabei und dann habe ich da noch ein paar Teile. Also Gott, so viel. Eine coole Lego-Figur. Wie heißt der jetzt wieder von SpongeBob? Petrich. Nein, das ist nicht der Patrick. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Aber ihr wisst es wahrscheinlich jetzt schon, wenn ich euch den Kopf zeige, wie die Figur heißt. Mir fällt es jetzt gerade wirklich nicht ein. Der ist doch Patrick. Na? Nein, das ist nicht der Patrick. Das ist der... Der alte, grummelige, da, der immer so viel schimpft und so. So, das ist unser Lego Thaddäus. Thaddäus Tentakel.
der alte Grummelpeter als, ja, wie so ein Alien schaut er hier aus. Ein Alien? So, also eine Lego-Figur. Und das kommt raus. Was ist das? Weiß ich nicht. Was ist das? Ah! Sind die in echt? Eis-Eis-Babys. Freezies. April Fool Kit. Ah ja, ein April-Scherz-Kit. Mit zwei Eiswürfeln mit Fliegen drin. Aber weh, du zeigst mir nicht so ein Gesicht, ich hab da Angst. Weh. Nein, nicht so, ich bin ihn echt. Die kann man dann praktisch so als Spaß, als Eiswürfel jemanden ins Glas reinschmeißen und da ist dann eine Fliege drin. Witzig. Und dann denken die, hä? Was ist denn das? Wo musst du reingetan? Habt ihr das gesehen? Ja. Nein. Eiswürfel, wo man eben jemanden choppen kann und das schaut für mich aus wie ein Furzkissen. Das machen wir dann gleich noch testen, naja. Noch was. Tatsächlich. Furzen. Drop the bomb. Soll ich da jetzt steht rein? Drauf? Soll man da reinfurzen? Da setze ich jetzt die Milagley drauf. Oh oh. Ich will nicht furzen. So, da ist unser Kissen und Milay sitzt jetzt drauf. Nochmal! Nochmal! Boah, hab ich jetzt mal gefurzt! Jetzt setz ich mich hin. Ja, gefurzt! So, was haben wir noch drin? Oh! Was denn das? Googlings. Die Sachen sind natürlich alle in Englisch. Blinky, Bouncy, Squishy, Fun Finger aus meiner Kiste raus. 4 Stretches, 4 Bounces. Furz. Das war drin. Okay. Gooblings. Machen wir auch mal auf. Nicht. Nein, nicht so. Ja. Lass euch auch reinschauen. Ich krieg's gar nicht um. Oh Gott, du Angst. Ah, meine Finger. Ah. Oh. Was war das? Das ist... Gummiband. Ja, das ist so. Slimy. Hey, oh Gott. Da hat's noch irgendwas drin. Irgendwas. Oh, eine Murmel. Sollte das mal irgendwann leuchten? Das leuchtet aber nicht, glaube ich. Ich geh mal her. Das kann man dann jetzt da in den Ding einpacken hier. Oh, es leuchtet. Mann. Und jetzt ist Gummischleim wieder aus. Genau, wir können. Oh, guck mal. Ich hab ein Stück weggemacht. Wir machen das jetzt so. Jetzt ist ein UFO. Cooler. Super duper Schleim. Was haben wir hier noch? Nochmal sowas oder was? Ih, das ist ja nochmal so. Splat Slammers. Soft, safe, squishy fun. Wow. Ist nochmal so was Schleimiges, Grünes hier. Ist was das? Ah, oh, da ist noch was drin. Oh Gott, die sind so gut verpackt, immer die Sachen hier. Aber weh, du schloss es mir wieder gleich ins Gesicht. Das ist schon wieder so gummig hier. Was? Wie ist das Gummi? Was? Gummi? Lass mal nicht, aber nicht die Dinghülle kaputt machen. Nein!
Genau, das ist dann so. Ah, schön weich. Oh, da ist ja noch was drin. Okay, geh mal näher hin. Gummi, Leim. Lass mal zeigen. Seht ihr das? Au, wenn man zumacht, wie das sich anspürt. Ja, so richtig schleimig. Aber nicht die Ding Hölle kaputt machen. Riecht fast so wie Uhu, ein bisschen. Wie Play-Doh. Jetzt lass mich mal kurz nochmal. Und das ist viel besser. So schaut der dann aus hier. So, und dann haben wir noch einen letzten Artikel drin. Ich will. Oh, nur die. Oh. Lego Friends. Was ist denn das? Radiergummis. Zeig. In Lego-Form. Das sind Radiergummis, keine Steine. Hä? Gar nicht? Und wo radieren wir das jetzt? Das ist halt ein Radiergummi. Oh. In Lego-Form. Cool. Habe ich bei uns noch nie gesehen. Viele Radiergummis. Genau, Lego Friends Brick Erasers. Aber das riecht nach gar nichts, finde ich. Ah! Kann man, achso, nee, kann man nicht zusammenstecken. Doch. Jetzt haben wir vier. Blöd. Vier Radiogummis. Ja, das war unsere erste Nerdblock Junior Tüte für Kinder. Kommen ganz witzige Sachen raus. Kostet $14, also so ungefähr 13 Euro im Moment. Das gleiche ungefähr nochmal an Versandkosten nach Deutschland. Aber allein der Spaß dabei lohnt sich schon. Im Infotext habe ich euch einen Link drunter gesetzt, wo ihr euch das mal anschauen könnt.